Tagpost. Happy Wife, Happy Life. Heute geht's mal ein bisschen, also heute geht's mal wieder um dich. Mhm. Meine Wünsche. Eigentlich immer, ne? Wenn mir auf Instagram folgt. Nein. Bist du selber dran schuld. Du hast dir ein besonderes Möbelstück von mir gewünscht. Ja. Und deswegen bin ich heute da. Ganz genau. Und das Möbelstück soll hier im Hintergrund dann später platziert werden. Ja. Was willst du haben? Erzähl's mir. Ich habe da so eine Ecke frei und ich habe mir gedacht, wie cool das wäre. Auf der einen Seite brauche ich Stauraum, ganz dringend, aber es wäre viel zu schade um diese schöne Giebelecke, wenn man nicht auch noch drauf sitzen könnte und auch noch sich cool mit dem Kaffee hinsetzen und rausgucken. Und deswegen habe ich gedacht, Stauraum und Bequemlichkeit in eins. Alles klar, kriege ich hin. Ich habe da mal eine Skizze gerade angefertigt mit dir. Wir haben wir vorhin angefertigt, so genau. Soll das in etwa aussehen. Ja. Und ich würde mal sagen... Wir sind es detailreich durchgegangen und... da kann ich nicht viel falsch machen, ne? Ich hoffe. Okay, alles klar. Wir sehen uns gleich wieder. So, ciao. Bis später. Gesagt, getan. Also bauen wir jetzt, Steffi, eine richtig tolle Kommode mit Sitzmöglichkeit. Ich werde versuchen, ihre Wünsche alle gerecht zu werden. Aus aktuellen Anlass, also ihr wisst ja, aktuell ist ja Corona, sprich die Baumärkte sind geschlossen für Leute, die nicht Unternehmer sind bzw. keine Gewerbeschein haben, die kommen da nicht rein. Und deswegen habe ich mir bei diesem Projekt wirklich alles bei plattenzuschnitt24.de zuschneiden lassen. Sprich, jede Platte, jede Rückwand habe ich mir alles bereits fertig zuschneiden lassen und zukommen lassen. Das ist natürlich jetzt ideal für diejenigen, die nicht in den Baumarkt können. Für die, die in den Baumarkt können, beziehungsweise noch ein kleines Vorrat an Plattenmaterialien haben, kann ich euch natürlich ganz klar empfehlen, das Ganze zu Hause zuzuschneiden. Und das Wichtigste ist beim Möbelbau, ist nämlich, dass ihr auf den 90-Grad-Winkel achtet. Ich habe jetzt hier mal verschiedene Winkel, beispielsweise hier einen Metallwinkel, einen sehr, sehr großen. Natürlich bringt euch beim Möbelbau so ein kleiner 90-Grad-Winkel bzw. Anschlagwinkel relativ wenig. Ihr solltet schon einen ziemlich großen Winkel haben. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier ganz, ganz viele unterschiedliche. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir nämlich jetzt den Korpus gleich zusammenbauen, beziehungsweise wir kommen erstmal gleich zur Verbindungsart, dann sollten wir beim Zusammenbau immer den 90-Grad-Winkel überprüfen. Wenn der nicht stimmt, überträgt sich das Ganze später dann auf die Türen, auf die Schubkästen und so weiter und so fort. Und ihr spart euch einfach mit einem perfekten 90-Grad-Winkel ganz, ganz viel Arbeit. Jetzt werden viele sagen, ich habe einen selbstgebauten eventuell zu Hause rumliegen oder ich baue mir einfach so einen großen selber. Davon kann ich abraten. Wenn dieser Winkel nicht exakt auf einem halben Millimeter ist, bei einem Meter einen halben Millimeter Differenz, ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ihr jetzt beispielsweise Schränke baut, also große Einbauschränke, dann sind auf 2-3 Meter ruckzuck 1,5 Millimeter. Wenn ihr so große Türen habt, habt ihr ganz große Spaltmaße im schlechtesten Fall. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, solche Winkel fertig zu kaufen. Und natürlich die vorweg nochmal zu prüfen, ob die auch wirklich stimmen. Denn jeder oder nicht jeder gekaufte Winkel heißt gleich, dass er 90 Grad hat. Also gibt es da auch große Unterschiede. Das heißt, der Ausgangspunkt ist jetzt, wir haben unsere Plattenmaterialien bzw. unsere ganzen Sachen schon fertig zugeschnitten, sind fertig angekommen und können auch schon loslegen mit dem Bauen. Jetzt benötigen wir allerdings doch eine Kreissäge bzw. wir müssen nämlich hinten an den beiden Seitenteilen müssen wir eine Nut hinein fräsen oder sägen. Ich habe das Ganze mit der Tischkreissäge gemacht, ging ziemlich gut. Warum, weshalb machen wir das? Dieser Korpus bzw. diese Kommode braucht eine Rückwand und damit bekommt dieses Möbelstück die nötige Stabilität. Und damit wir die Rückwand nicht sehen von den Seiten, habe ich hier einen Falz hineingesägt von 10 x 15 mm. Das Ganze müsst ihr nicht machen, ihr könnt auch die Rückwand hinten stumpf anschrauben und das Ganze nachher dann streichen, vielleicht sieht man es nicht. Derjenige, der vielleicht keine Tischkreissäge zur Verfügung hat, kann natürlich auch eine Oberfräse nehmen. So, für alle diejenigen, die sich jetzt fragen, was für eine Stärke bzw. was ist das für ein Multiplex, das ist hier Birke 18 mm, also für den Korpus. Die Türen sind auch aus 18 mm Birke und die Schubkästen, da habe ich glaube ich 12 mm Multiplex Birke verwendet. So, wir können jetzt eigentlich auch schon loslegen mit dem Zusammenbau bzw. mit der Eckverbindung. Für die Eckverbindung, wie soll es anders sein, nehme ich den Undercover Jack von Wolfcraft. Ich habe lange überlegt, was ich genau hier mache. Das Problem ist, das Möbelstück ist ziemlich breit, 1,80 Meter.
Und das Ganze bekomme ich jetzt so mit meinem Auto nicht transportiert. Deswegen werde ich das Ganze so bauen, dass ich das ganze Möbelstück erst vor Ort zusammenbaue, bei Steffi damit zusammen, also mit Steffi dann zusammen. Und deswegen brauche ich eine Verbindungsart, die ich wieder auseinandernehmen kann. Was kann man jetzt da machen? Für mich die einfachste Möglichkeit, Schrauben. Und ich habe einfach mich jetzt dafür entschieden, den Anna Cover Jig zu nehmen. Kennt ihr wahrscheinlich, habe ich schon ganz, ganz oft verwendet. Was könnt ihr damit machen? Ganz einfach, ihr setzt den an und könnt damit so schräge Taschen bohren, Löcher bohren. Und damit könnt ihr dann später schräg mit einer Schraube hindurchbohren und damit Platten beispielsweise auf T oder auf Eck verbinden. Ist ganz, ganz praktisch. Und das Schöne hierbei, wir können das ganze Möbelstück dann wieder zerlegen, wenn wir wollen. Und die Funktion ist ganz, ganz simpel. Ihr habt jetzt hier einen Bohrer mit dem Set enthalten. Übrigens könnt ihr diesen Bohrer auch nachbestellen. Dann habt ihr einen Tiefenanschlag, stellt euch das dementsprechend auf die Plattenstärke ein und dann bohrt ihr einfach zwei Taschenlöcher. Ich habe jetzt auf der gesamten Breite 6 gebohrt. Lieber eine Schraube oder zwei Schrauben mehr, sicher ist sicher. Was ganz, ganz wichtig ist, ihr solltet darauf achten, dass bei der Stirnholzkante, dass die Bohrungen mittig sitzen. Ansonsten ist die Gefahr ziemlich groß, dass die Platte ausreißt. Wenn ihr dann alles richtig gemacht habt, sieht das Ganze so aus. Wir haben jetzt hier 8 Taschenlöcher. Oh Gott, jetzt habe ich hier nur 3 gebohrt, egal, oder 6. Ihr könnt natürlich noch mehr machen, so wie ihr wollt. Jetzt steht das, beziehungsweise jetzt haben wir ganz, ganz viel Span, der sich aufgestellt hat. Das könnt ihr damit eine Exzenterschleife einnehmen. Und es gibt noch so kleine Dübel, die sind auch jetzt im Set mit enthalten. Könnt ihr auch extra nachbestellen, die könnt ihr dann einkleben. Aber jetzt bei diesem Möbelstück, beziehungsweise bei diesem Korpus, werde ich es so machen, dass die Taschenmuscheln oder Öffnung oben sitzen und einmal unten sitzen. Sprich, oben kommt ja nochmal ein Schaumstoff drauf, beziehungsweise eine Extraplatte mit Schaumstoff. Das heißt, man sieht das später nicht. Und unten unter Möbelstück kann ich nicht gucken. Sprich, wir sehen gar nicht diese Verbindung hier. Also eine richtig einfache und tolle Idee oder System, kann man sagen. Jetzt haben wir eigentlich unsere gesamten Korpusteile vorbereitet und jetzt kümmern wir uns um die zwei Deckelplatten bzw. Bodenplatte und Deckelplatte und die müssen wir nämlich vorbohren. Und zwar hat das Möbelstück ja zwei Trennwände, einmal links, einmal rechts, beziehungsweise es gibt ja dann drei Abteilung bzw. drei Schubkästen und drei Türen und die Trennwände möchte ich einfach von oben und unten verschrauben, wie gerade gesagt, man sieht die Schrauben nachher nicht und das Ganze müssen wir uns jetzt anzeichnen und da solltet ihr wirklich ziemlich genau sein, also vermeidet hier wirklich Fehler, ja ansonsten ärgert ihr euch nachher, dass die Abstände nicht passen bzw. ihr habt das ja schon alles bereits fertig zugeschnitten und dann, ja, ist das Geheule, glaube ich, ziemlich groß. Zum Anzeichnen der Bohrlöcher verwende ich jetzt hier ein Streichmaß. Ist einfach ein paralleles Lineal oder ein Anschlag, den man verwenden kann. Und damit könnt ihr dann gleichmäßig die Löcher anzeichnen. Spielt eigentlich auch hier gar keine Rolle, weil wir das ja später gar nicht sehen. Aber für diejenigen, die es genau haben wollen, können das verwenden. Ist natürlich jetzt hier für die Metallbranche gedacht. Es gibt das Ganze auch nochmal in Holz. Ich verwende immer ganz gerne dieses. Dann ist es ganz, ganz wichtig, jetzt bei Holz oder bei Plattenwerkstoffen, dass ihr einen Holzbohrer verwendet. Woran erkennt ihr das Ganze? Ich habe euch jetzt mal hier gezeigt, auf der linken Seite einen Metallbohrer. Der ist einfach nur spitz zulaufend. Damit könnt ihr Metall bohren. Und mit dem Holzbohrer, da könnt ihr sehen, dass der links und rechts eine kleine Spitze hat, beziehungsweise eine Vorschneide. Und das verhindert, dass das ganze Holz wegreißt oder aufreißt. Das ist ein Holzbohrer und den kann ich euch empfehlen für solche Projekte. Und jetzt haben wir eigentlich alles soweit vorbereitet und jetzt können wir das Ganze zusammenschrauben. Und ich wollte euch mal zeigen, dass es bei mir natürlich nicht immer so aufgeräumt aussieht wie im Video. Denn ihr seht jetzt, meine Werkbank ist voller Werkzeug. Und ja, so sieht es eigentlich immer aus, wenn ich jetzt ein Projekt mache. Ne? So, jetzt brauchen wir Schrauben. Ich nehme jetzt 4x35er. Das ist unten. Sprich, wir fangen jetzt einfach mit den zwei Trennwänden an und schrauben das Ganze zusammen. So, was ich euch empfehlen kann, beziehungsweise als kleine Hilfe, es gibt auch von Wolfcraft sogenannten Eckenspanner. Die sind eigentlich ideal auch für Möbelbau, wenn jetzt meine dritte Hand oder sowas in der Art fehlt, dann könnt ihr wunderbar mit dem Eckenspanner das Ganze ausgleichen, beziehungsweise der hält so zwei Holzstücke zusammen. Und hier ist natürlich auch vom Vorteil, dass wir uns hier eine große Einhandzwinge ansetzen.
Jetzt schrauben wir das erste fest. Auch hier wieder den 90 Grad Winkel überprüfen, ganz, ganz wichtig. Ich werde natürlich jetzt hier nur zwei Schrauben nehmen, weil das Ganze möchte ich auch später wieder zerlegen. Und damit auch nichts schief geht, habe ich mir jetzt hier so zwei kleine Holzstücke zugeschnitten, damit wir überall die gleiche Höhe haben von den Einlegeböden hier. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt hier oben diese Taschenbohrung und später kommt ja hier, wie gesagt, Schaumstoff drauf bzw. Stoff. Das Ganze sieht man nicht. Und jetzt könnt ihr auch sehen, zack, jetzt kommt so die andere Seite, dass das Ganze recht einfach zu montieren ist. Besser gesagt, man kann das Ganze sogar auch alleine zusammenbauen. So schaut jetzt der Korpus aus. Wie gesagt, hier oben sind die Bohrlöcher, die sieht man später nicht. Unten genau das Gleiche. Wir kontrollieren mal den 90 Grad Winkel. Der ist nämlich jetzt hier am allerwichtigsten. Der stimmt. Ja, der stimmt. Ich habe die Platte jetzt einen kleinen Ticken zu tief geschraubt. Ist aber nicht so schlimm. Jetzt kümmern wir uns um die Rückwand, beziehungsweise die Rückwand lasse ich jetzt erstmal weg, die werde ich jetzt vor Ort einschrauben, aber ich möchte euch mal was zeigen. Und zwar könnt ihr das Ganze jetzt von hinten sehen und da wir ja hier einen Falz reingesägt haben, verschwindet nachher die Rückwand schön. Von der Seite sieht man später nichts mehr und von hinten dann auch nichts mehr, also das steht ja meistens an der Wand. Aber was ich euch zeigen wollte ist, wir haben jetzt hier zwei Trennwände drin, beziehungsweise drei. Und die dritte Trennwand habe ich nicht bis nach hinten gebaut, denn wenn wir links und rechts was haben, ist das Ganze schon ziemlich stabil. Wenn nachher die Rückwand noch reinkommt, umso stabiler. Sprich, wir können in der Mitte ein bisschen Material sparen. Das wollte ich euch nochmal zeigen.